Benjamin Blümchen als Sheriff. Nanu, was war denn da bei Benjamin Blümchen los? Neustadts berühmter sprechender Elefant und sein kleiner Freund Otto trugen Cowboy-Kostüme. In ihren Händen hielten sie Spielzeugpistolen. Nur seinen Cowboy-Hut, den hatte Benjamin wohl vergessen aufzusetzen. Oder hatte er ihn verloren? Gulliver wusste es. Beim Spielen war Benjamin der Hut vom Kopf geflogen. Der Rabe mochte es gar nicht, wenn Benjamin und Otto mit ihren Spielzeugpistolen herumfuchtelten. Aber die beiden waren nun einmal im Cowboy-Fieber, seitdem Otto Wildwest-Geschichten gelesen hatte. Ach, und da kam Carla Kolumna auf ihrem Motorroller angedüst. Sie hatte Benjamins Hut gefunden. »Hände hoch«, rief Otto, als die rasende Reporterin vor Benjamins Haus hielt. Carla spielte das Spiel mit und hielt schmunzelnd beide Hände in die Höhe. Sie fand es äußerst passend, dass die beiden Cowboy spielten. Sie hatte nämlich eine große Überraschung für Benjamin und Otto. Und die hatte etwas mit dem Wilden Westen zu tun. Gespannt hörten die Freunde, was Carla ihnen erzählte. Die rasende Reporterin hatte einen Onkel namens Hugo, der in Amerika lebte und dort eine ganze Stadt namens Littletown besaß. Er hatte alle Berichte gelesen, die Carla für die Zeitung über Benjamin und Otto geschrieben hatte und wollte die beiden unbedingt kennenlernen. Deshalb hatte er sie in den Ferien nach Amerika eingeladen und ihnen 3 Flugtickets geschickt. »Türö«, trompetete Benjamin und jubelte. »Wir fliegen nach Amerika.« Mit Ottos Eltern hatte Carla Kolumna bereits gesprochen. In diesem Augenblick kam Karl auf seiner Fütterrunde vorbei. Aufgeregt erzählten ihm Benjamin und Otto von der Reise nach Amerika. Der Zoowärter staunte und freute sich mit den beiden. In der Nacht hatte Benjamin einen spannenden Traum von Cowboys, Pferdedieben, Grizzlybären, Lagerfeuern und Goldgräbern. Doch gerade als es am spannendsten war, wurde er wachgerüttelt. »Aufstehen, du Schlafmütze«, weckte ihn Otto. »Wir müssen los!« Wärter Karl fuhr sie mit dem Transporter zum Flughafen. Benjamin war noch immer müde. Die Nacht war viel zu kurz gewesen. Als Carla Kolumna sie am Flughafen empfing, döste Benjamin noch immer vor sich hin. Er bekam kaum mit, wie sie ihr Gepäck aufgaben und schließlich ins Flugzeug stiegen. Der Flug war nicht ausgebucht und so konnte sich Benjamin auf 2 Plätze gleichzeitig setzen und in aller Ruhe weiterdösen. Einige Stunden später landeten sie in Amerika. In der Eingangshalle hielt Carla nach ihrem Onkel Ausschau. Sie hatte ihn lange nicht gesehen und erinnerte sich nur an einen flotten jungen Mann mit Schnurrbart und einem schicken Cowboyhut. Ein Mann mit Cowboyhut und Schnurrbart winkte ihnen auch zu, nur war der inzwischen älter geworden und vor allem sehr viel runder. Onkel Hugo freute sich sehr über das Wiedersehen mit seiner Nichte. Und es war ihm eine Ehre, den berühmten Elefanten und seinen Freund in Amerika willkommen zu heißen. Vom Flughafen ging es in einem alten Lieferwagen hinaus aus der Stadt. Auf einer holprigen Straße fuhren sie in Richtung Littletown, das mitten in einer weiten, menschenleeren Wüstenlandschaft lag. Carla war enttäuscht. Hier gab es nichts als Sand, Kakteen und vertrocknete Dornbüsche. »Menschenleer ist Littletown leider auch, wie ihr gleich sehen werdet«, seufzte Onkel Hugo. Als sie die kleine Stadt erreichten, schauten Benjamin und seine Freunde sich um. Hier war tatsächlich weit und breit kein Mensch zu sehen. Es gab nichts als alte, verfallene Holzhäuser. Während Carla und Benjamin ein wenig beklommen zumute war, fand Otto das alles unglaublich spannend. Hier war es wie in einer Geisterstadt im Film. Onkel Hugo führte seine Gäste in das Büro des Sheriffs
und dort rückte er mit einer ungeheuren Neuigkeit heraus. Es war nämlich nicht ganz richtig, dass Littletown seine Stadt war. Bis vor 3 Monaten hatte sie seiner Mutter, Carlas Großtante Dorette, gehört. Die war nun im hohen Alter von 105 Jahren gestorben. Und nun gehörte Littletown Carla Kolumna. Die rasende Reporterin glaubte erst ihren Ohren nicht zu trauen. Ihr sollte Littletown gehören? Doch es stimmte. Onkel Hugo zeigte ihr das Testament seiner Mutter. Darin stand: Mein letzter Wille, hiermit vererbe ich meinen ganzen Besitz meiner Großnichte Carla. Mein Sohn Hugo erhält das Wohnrecht in Littletown, wenn er innerhalb von 3 Monaten ein großes Tier als Sheriff einstellt. Gezeichnet Dorette Kolumna. Benjamin war mächtig stolz, als Onkel Hugo ihm einen Sheriffstern an der Weste befestigte. Carla fand es merkwürdig, dass Dorette die Stadt nicht ihrem Sohn, sondern ihrer Großnichte vererbt hatte. Doch das konnte Hugo erklären. Als Kind hatte er seiner Mutter immer den frisch gebackenen Apfelkuchen stibitzt, was sie ihm nie verziehen hatte. Littletown musste einmal eine sehr schöne Stadt gewesen sein, meinte Otto. Und er fragte sich, wo all die Leute hingegangen waren. Onkel Hugo erzählte ihm, dass sie dorthin gezogen waren, wo sie mehr Geld verdienen konnten. Zum Schluss waren er und seine Mutter hier ganz allein. Alle waren nun etwas müde. Carla Kolumna bezog ein Zimmer in einem verlassenen Hotel, während Benjamin und Otto sich ins Heu eines alten Pferdestalls kuschelten. Es war nach Mitternacht, als die beiden Freunde plötzlich von Hufeklappern geweckt wurden. Wie konnte das denn sein? Die Stadt war menschenleer. War da draußen vielleicht ein Gespenst? Fragte Otto. Doch das hielt Benjamin für Unsinn. Vielleicht trieb ein Pferdedieb sein Unwesen, überlegte er. Auch wenn es hier eigentlich keine Pferde gab, die man stehlen konnte. Aber wer auch immer da draußen war, das war jetzt ein Fall für Sheriff Benjamin. Er setzte Otto auf seine Schultern und lief dem Hufgeklapper nach. Schon bald sah er vor sich einen Reiter. »Halt!« rief er. »Stehen bleiben! Im Namen des Gesetzes!« Doch der Reiter hielt nicht an und Benjamin jagte ihm weiter hinterher, so schnell er konnte. Plötzlich war von ihm nichts mehr zu sehen. Doch Otto entdeckte sein Pferd im Eingang einer Höhle. Hatte sich der Reiter dort versteckt? »Hier spricht der Sheriff!« rief Benjamin. »Sie sind umzingelt! Ergeben Sie sich freiwillig!« Da kroch ein Mann aus der Höhle. Er starrte Benjamin ungläubig an. »Ein Elefant mit einem Sheriffstern? So etwas hatte er ja noch nie gesehen. Sollte das ein Gespenst sein?« Doch da konnte Benjamin ihn beruhigen und er stellte Otto und sich vor. Nun erzählte auch der Reiter seine Geschichte. Er hieß Goldgräber Joe. Die Höhle war seine Goldmine. Aber dort hatte er in letzter Zeit kaum noch Gold gefunden. Er versicherte, dass er kein Dieb war. Er hatte sich bei Hugo nur ein paar Dosen mit Bohnen für sich und sein Pferd Jolante ausgeliehen, weil sie so fürchterlichen Hunger hatten. Benjamin musste ihn trotzdem verhaften. Heimlich leihen war auch Klauen, fand er. Als die drei in die Stadt zurückkamen, wurde es bereits hell. Carla und ihr Onkel Hugo waren gerade aufgestanden. Die rasende Reporterin war begeistert. Da hatte Sheriff Benjamin schon seinen ersten Einsatz gehabt und gleich einen Dieb gefangen. Das war sensationell. Sie zückte ihre Kamera und schoss ein paar Fotos. Onkel Hugo war völlig aus dem Häuschen, als er den Dieb erkannte. »Joe, altes Haus«, rief er. »Ich dachte, du wärst auch abgehauen, wie alle anderen.« Joe erzählte ihm von seiner Mine, in der er lebte und die er tagsüber nie verließ. Er hatte nämlich Angst, dass man ihm das letzte bisschen Gold wegschnappen könnte. Aus diesem Grund hatte er auch in der Nacht die Bohnen geholt. »Bohnen kannst du von mir haben, so viele du willst«, lachte Onkel Hugo.
Dann aßen alle gemeinsam Frühstück. Es gab für jeden einen Teller Bohnen und dazu Kakao. Plötzlich hatte Carla Kolumna eine Idee. Joe hatte zwar nur noch wenig Gold in der Mine gefunden, aber vielleicht hatten sie mehr Glück, wenn sie gemeinsam suchten. Und wenn sie Gold fanden, vielleicht würden dann wieder Leute zurück nach Little Town kommen. Gleich machten sich alle mit Schaufeln, Spitzhacken und Lampen auf den Weg. Joe war guter Dinge. In der Mine gab es zwei Stollen, die ganz tief in den Berg hineinführten. Da hatte er sich alleine nicht hineingetraut, aber nun waren sie zu fünft. Und vielleicht fanden sie tief im Berg tatsächlich noch Gold. Benjamin und Otto nahmen den linken, Carla Kolumna, Onkel Hugo und Joe den rechten von den beiden Stollen. Benjamin fand es hier ganz schön unheimlich. Das einzige Licht kam von seiner Lampe. Und da? Was war das da drüben? Das musste ein Gespenst sein. Es wurde immer größer und größer. Otto lachte auf einmal. Was Benjamin für ein Gespenst hielt, sah verdächtig nach einem Elefanten mit einem Rüssel aus und war nichts anderes als Benjamins Schatten. Benjamin und Otto hackten unermüdlich. Und endlich, nach vielen Stunden, hörten sich ihre Schläge merkwürdig hohl an. Gestein bröckelte herunter. Und dahinter befand sich ein Hohlraum, in dem etwas blitzte und blinkte. Gold! Sie hatten einen riesigen Goldklumpen gefunden. Die beiden Freunde eilten nach draußen und zeigten den anderen ihren Fund. Alle machten große Augen und Carla Kolumna knipste begeistert Fotos. Benjamin verkündete feierlich, dass er den Goldklumpen der Stadt Little Town schenkte. Er sollte von nun an ihr Glücksbringer sein, damit wieder viele Leute zurückkämen. Als Onkel Hugo und Joe das hörten, jubelten sie und warfen vor Freude ihre Hüte in die Luft. In den nächsten Tagen packten alle gemeinsam mit an. Sie machten die Mine für Besucher zugänglich und zimmerten ein Kassenhäuschen, das sie am Eingang aufstellten. Alle Häuser in der Stadt wurden wieder auf Hochglanz gebracht. Das Hotel wurde hergerichtet und wieder eröffnet. Und auch der Saloon bekam einen neuen Anstrich. Carla Kolumna gab stapelweise Mitteilungen an die Presse heraus. Alle Leute sollten von dem Goldfund in Little Town erfahren. Joe hatte sich schon Sorgen gemacht, dass vielleicht niemand eine alte Goldmine besichtigen wollte. Doch da täuschte er sich. Schon bald rollte eine riesige Autokolonne auf die Stadt zu. Hunderte von Besuchern wollten durch die alten Stollen kriechen und erleben, wie die Goldgräber früher gearbeitet hatten. Und vielleicht fanden sie ja selbst den einen oder anderen Goldklumpen. Nach einigen Tagen bemerkte Benjamin, dass er Heimweh nach dem Zoo hatte. Auch Otto wollte gerne wieder nach Hause. Außerdem begann für ihn am nächsten Montag die Schule. Und Carla Kolumna stellte fest, dass sie sich dringend einmal wieder in der Redaktion blicken lassen musste. So schenkte die rasende Reporterin kurzerhand ihrem Onkel Hugo und Goldgräber Joe die Stadt. Hugo ernannte sie zum Bürgermeister und Joe zum Sheriff. Dann machte sie sich zusammen mit Benjamin und Otto auf den Weg zurück nach Neustadt. Hugo fuhr sie zum Flughafen und winkte ihnen so lange nach, bis das Flugzeug am Horizont verschwunden war. Karl freute sich riesig, Benjamin und Otto in Neustadt wiederzusehen. Er hatte sich eine ganz besondere Überraschung für die beiden einfallen lassen. Passend zu ihrer Reise nach Amerika hatte er eine ganze Wagenladung mit Bohnenbüchsen eingekauft. Und Gulliver? Er freute sich ebenfalls darüber, Benjamin und Otto wiederzusehen. Vielleicht erzählten sie ihm ja bald die ganze Geschichte, wie sie einen Bohnendieb gefasst hatten, der gar kein Dieb gewesen war, wie sie nach Gold gegraben und am Ende eine ganze Stadt gerettet hatten.